Ich komme jetzt zum letzten Teil. Meine Ehre ist sozusagen noch einmal für uns die wichtigsten Dinge zusammenzufassen aus dem Kreativwirtschaftsbericht. Und er liegt dir dann auf auch, beziehungsweise kriegt ihn jeder, der sich angemeldet hat, auch zugeschickt. Und wenn man es ihn anschaut, der ist wirklich sehr, sehr umfangreich geworden. Ist ja, glaube ich, schwerer als ein Notebook mittlerweile schon. Und wenn man fast sagen kann, kann man fast sagen, alle anderen Kreativwirtschaftsberichte sind nicht so schwer wie dieser. Ja. Also was bedeutet das für uns? Also für uns ist ja immer sozusagen eigentlich die Arbeit nicht zu Ende, wenn wir veröffentlichen, sondern eigentlich für uns als Kreativwirtschaft Austria fängt ja die Arbeit erst an, sozusagen diesen Bericht zu disseminieren, zu verbreiten, darüber zu sprechen, und die heutige Veranstaltung ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Und ja, also für uns bedeutet das, dass die Kreativwirtschaft eine Hebelwirkung hat. Und deswegen ist sozusagen für uns ganz wichtig bei diesem Bericht, dass wir auch angeschaut haben, was braucht sozusagen der Markt, was verlangt der Markt, beziehungsweise auch was verlangt die öffentliche Hand oder was braucht die öffentliche Hand. Und da sehen wir halt, dass 20% der Kreativwirtschaftsleistungsnachfrage durch die öffentliche Hand direkt oder indirekt ausgelöst werden, und das entspricht von 3,4 Milliarden Umsatz. Und da sehen wir auch, dass da viel Platz noch ist. Also der Kuchen kann ruhig größer werden diesbezüglich. Und was für uns auch ein Zeichen ist, ist in den ganzen Diskussionen Industrie 4.0, die Digitalisierung, digitale Agenda, glauben wir ganz, ganz fest daran, dass die Kreativwirtschaft ein wichtiger Partner ist, das umzusetzen. Ja? Weil wir in der Kreativwirtschaft leben sozusagen diese Digitalisierung schon seit einigen Jahren. Wir haben die Methoden, wir haben die Tools, wir haben die Anwendungen, wir arbeiten vernetzt, ja? wir sind im Facebook zu Hause quasi, wir arbeiten mit diesen modernen Kommunikationsmitteln. Und da kann die öffentliche Hand wirklich davon profitieren, weil die öffentliche Hand, die besteht, hat ja auch vor ihr eine große Transformationsprozess mit der ganzen Digitalisierung, neue Dienstleistungen, neue Services werden entwickelt. Und ich glaube, ohne Kreativwirtschaft können diese Services nicht gut entwickelt werden. Weil nämlich es geht um die Kundenorientierung. Es geht darum, den Kunden ins Zentrum zu stellen, der Überlegung. Und es geht nicht um die Technik alleine. Die Technik ist der eine Bereich für Smart Cities, für neue Dienstleistungen, ja, sondern es geht um den Kontext und den Content eigentlich. Und da ist die Kreativwirtschaft eigentlich zu Hause, und das können wir auch beisteuern. Der zweite Punkt ist, dass es wichtig ist, sozusagen einen strategischen Ansatz der öffentlichen Hand herauszuarbeiten, wie das Potenzial der Kreativwirtschaft nachgefragt werden kann oder gehoben werden kann. Und da gibt es eh die Initiative der Innovationsförderung öffentlichen Beschaffung, IÖB, so genau. Und da sind wir natürlich auch sehr stark als Organisation dabei, sozusagen da mit der öffentlichen Hand zusammenzuarbeiten. Und das fördert eigentlich die bessere Berücksichtigung von wirtschaftsbasierter Innovationen im Beschaffungsprozess. Also wir sehen jetzt erst, welche Potenziale da und noch sich eröffnen für uns. Und da ist natürlich auch wichtig, dass wir sehen, dass die öffentliche Hand nicht nur sozusagen Aufträge verteilt und dann das empfängt, sondern wie das Beispiel jetzt von NUS auch zeigt, auch Innovationsimpulse setzen kann. Ja. Also mit diesem Hebel, den die öffentliche Hand hat, können neue Innovationen geschaffen werden und wichtige Innovationen geschaffen werden. Und da sehen wir jetzt sozusagen, wir haben jetzt den Staatsbetrieb, so die Staatsoper, aber wir können das nachverfolgen bis in die kleinste Einheit, bis zur Gemeinde. Der letzte Kreativwirtschaftsbericht ging es ja darum, was haben die Gemeinden davon, mit der Kreativwirtschaft zusammenzuarbeiten. Und wir sehen das ganz, ganz deutlich auch in diesem Kreativwirtschaftsbericht, dass sozusagen Gemeinden wesentlich davon profitieren, wenn sich Kreativwirtschaft ansiedelt, wenn sie mit der Kreativwirtschaft zusammenarbeiten. Und da geht es natürlich für uns ganz, ganz stark, dass wir den Awareness fördern, dass Kreativwirtschaft ein wichtiger Faktor ist und den Nutzen bringt. Wir haben gehört heute auch, dass 10% aller Unternehmen in der Kreativwirtschaft zu Hause sind. Die genaue Zahl sind 39.021 Unternehmen. Aber es gibt 140.000 Beschäftigte. Und sozusagen die ganzen Dienstleistungen, Bruttowertschöpfung ist 20 Milliarden. Und das ist ja wirklich eine wichtige Zahl oder wichtiger, bedeutender Faktor, als größer als zum Beispiel der Tourismus. Und wir sehen auch, dass die Unternehmen selbst, also der einzelne Unternehmer gut aufgestellt ist, dass die betriebswirtschaftliche Situation der Kreativwirtschaft Unternehmen sich wirklich unterscheidet zur Gesamtwirtschaft, dass die Umsatzrentabilität höher ist
als der Durchschnitt und dass die Unternehmen, die Kreativunternehmen optimistischer in die Zukunft blicken. Also sehen wir nicht nur jetzt mit dem heutigen Bericht, sondern wir haben ja jedes Jahr auch einen Monitor, einen Kreativwirtschaftsmonitor, den wir veröffentlichen und da sehen wir einfach, dass es sozusagen die Grundstimmung in der Kreativwirtschaft besser ist, also im Vergleich zur Gesamtwirtschaft. Und wie funktioniert die Zusammenarbeit der Kreativwirtschaft und der Markt? Der Markt sozusagen als großes Anonymes. Da sehen wir halt, dass die Privatwirtschaft immer noch der größte Kundengruppe ist, natürlich. Aber dass wir auch sehen, dass sozusagen, wenn wir uns anschauen, den einzelnen Unternehmen, dass immerhin 15% der Unternehmen exportieren ins Ausland. Es gibt im Spring zum Beispiel, hat 100% Exportquote, habe ich letztes Mal erfahren, das ist wirklich erstaunlich, quasi, sind trotzdem in Österreich geblieben. Also auch ein Lob an euch, also dass ihr da den Standort auch hochhält. Aber, und das muss man schon sagen, die große Anzahl der Unternehmen im Durchschnitt auch ein geringes Auftragsvolumen haben. Es gibt wirklich viele Unternehmen, die nur ein Auftragsvolumen von 10.000 Euro zum Beispiel generieren. Und viele, viele kleine Kundenprojekte haben, also kein großes Kundenprojekt. So Staatsoper ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, das ist hier ein größeres Projekt, aber es gibt halt sehr viele kleine Mikro-Beträge, die da fließen. Und ein Erfolgsfaktor für die Kreativwirtschaft ist sicher, dass man sich auf einige wenige Kunden orientiert und nicht auf eine große Anzahl verschiedener Kunden. Wir sehen natürlich, dass die Kreativleistungsnachfrage eigentlich von 25% der Unternehmen gar nicht stattfindet. 25%, also ein Viertel der Unternehmen in Österreich, können mit Kreativwirtschaft sehr wenig anfangen. Und da haben wir natürlich noch eine große Aufgabe für uns, denen zu zeigen, dass es wichtig ist, mit der Kreativwirtschaft zusammenzuarbeiten, dass es da viel, viel Möglichkeiten gibt. Und da sehen wir halt, dass es oft für die Kunden nicht wirklich transparent, würde ich jetzt sagen, ist, was ist der Nutzen, den ich habe, mit der Kreativwirtschaft zusammenzuarbeiten, was ist der Nutzen, wenn ich Kreative in mein Team hole. Wir haben eine Aktion, die wir gestartet haben im letzten Herbst und die wir jetzt auch weiter fördern oder weiter fortfahren, ist, wo wir zeigen wollen, wie Einzelunternehmen mit Kreativen zusammenarbeiten und was sie davon haben und selber sozusagen überzeugt sind, auch weiter mit Kreativen zusammenzuarbeiten. Also Stichwort ist neue Methoden, neue Ideen, neue Ansätze, also eine Art Transformation, also eine Transmission von der Kreativwirtschaft zu den traditionellen Unternehmen stattfinden kann. Und das heißt doch, dass sich die traditionellen Unternehmen dadurch verändern. Sie wachsen, sie verstehen, was die Anforderungen sind an die Digitalisierung, wenn sie mit Kreativunternehmen zusammenarbeiten. Stichwort Industrie 4.0 ist heute, glaube ich, schon ein paar Mal gefallen, aber wir sind eigentlich die Partner, um die Industrie 4.0 umzusetzen. So sehen wir das, wenn man das jetzt so plakativ sagen kann. Ja, welche Ansatzpunkte gibt es noch und Forderungen jetzt von der Kreativwirtschaft? Jetzt kommen wir wirklich zum letzten Teil des letzten Teils. Es ist wichtig, dass die Kreativwirtschaft dahingehend gefördert wird, dass sie eigene Innovationen auch tragen kann. Nicht nur in Kundenbeziehungen Innovationen entstehen, sondern dass die Kreativwirtschaft auch selbst innovationstätig wird. Dass es eine Qualitäts- und Innovationsorientierung für die Konkurrenzfähigkeit gibt, auch international. Dass es schon auch wichtig ist, dass man sagt, Einzelunternehmertum ist wichtig, aber es geht auch darum, dass man eine Art Wachstumspfad sieht. Wie kann ich wachsen, wie kann ich stärker werden? Wie kann ich sozusagen auch mehr Mitarbeiter beschäftigen? Und natürlich der Export muss auch gestärkt werden. Und es ist auch bei dem Kreativwirtschaftsbericht herausgekommen, dass zurzeit eine große Nachfrage oder dass die Unternehmer unterstreichen, dass die Ausbildung der Kreativberufe verstärkt werden soll und dass es halt Innovationsinhalte stärker in die Ausbildung einfließen. Und das, was für uns auch sehr, sehr interessant war, ist, es gibt ja sehr viele Unternehmer, die jetzt nicht im Kreativbereich sind, aber die Kreative beschäftigen selber im Haus. Und eigentlich, wenn wir diese Kreativen erreichen, können wir sozusagen die Kreativnachfrage im Unternehmen steigern, weil das eigentlich Partner sind für uns, weil die wissen, wie die Kreativwirtschaft tickt, wie sie arbeitet. Und wenn wir diese Leute fördern in diesen Unternehmen, können wir sozusagen auch eine größere Nachfrage nach Kreativleistung schaffen.
Ja, was wir noch schaffen müssen, und das zeigen auch die ganzen Netzwerkstudien, die wir auch gemacht haben, ist, dass die Kreativwirtschaft untereinander besser sich vernetzen muss und besser zusammenarbeiten soll. Es gibt immer noch Bereiche in der Kreativwirtschaft selber, die miteinander noch sehr wenig zu tun haben. Also nur Stichwort war Mode und Musik, glaube ich, bei der Netzwerkstudie. Die haben sehr wenig Berührungspunkte. Und wenn wir diese Bereiche noch fördern könnten, könnte sozusagen die Wertschöpfung innerhalb der Kreativwirtschaft auch gesteigert werden. Ja, was noch zu sagen soll, ist, die Kunden wollen Innovation. Also es geht nicht nur noch um das Produkt selber, es geht nicht nur um die Arbeit selber, sondern es geht auch darum, dass die Kunden wollen von den Kreativen Innovation. Oft wird diese Innovation gratis von den Kreativen zur Verfügung gestellt. Also dieser Prozess ist noch nicht ganz in den Köpfen drin und dass es eigentlich ein Beratungsauftrag ist. Also wenn ich ein Design mache, geht es auch darum, mit dem Kunden was zu entwickeln. Also Nus hat das ein bisschen beschrieben oder ihr auch. Es geht wirklich darum, die Qualität, die ich habe, die mir vielleicht gar nicht bewusst ist, auch bewusst in einen Beratungsprozess einzubringen. Und es zeigt auch, dass die Kunden das wollen, dass dieses Wissen sozusagen weitergegeben wird oder diese Techniken auch weiter transformiert werden. Und das ist wichtig auch für uns in der ganzen Zusammenarbeit mit dem Ministerium oder mit dem AWS, dass das eigentlich auch ein Kern der Evolve-Strategie ist und der Kreativwirtschaft-Check ja eigentlich ein super Instrument dafür ist. Gerade ein niederschwelliges Instrument, wo potenzielle Kunden einfach noch nicht die Zusammenarbeit mit Kreativen kennengelernt haben und vielleicht sozusagen den ersten Schritt wagen. Und da hoffen wir doch, dass es den weitergeben wird. Also schauen wir mal, auf Holz klopfen muss man da. Ja, und für uns ist halt wichtig, dass wir weiterarbeiten, dass wir schaffen, Awareness, Vernetzung und unsere Angebote dahingehend ausbauen. Das hat auch die Evaluationsstudie ergeben. Unsere Programme C3 müssen sozusagen weitergemacht werden. Wir müssen sozusagen besser kommunizieren, auch diese Aktionen. Wir müssen Bewusstsein schaffen. Ja, was mir jetzt noch überbleibt, ist vor der Abmoderation können wir auch unseren Film zeigen. Wir haben eben diese eine Aktion geschaffen, wo wir ein Unternehmen präsentieren, das zum ersten Mal mit der Kreativwirtschaft zusammengearbeitet hat. Ich muss jetzt darüber gehen und nochmal starten. Mein Name ist Thomas Reiter. Ich bin Geschäftsführer der Therma Elektrowärme GmbH. Wir sind ein österreichisches Unternehmen und produzieren elektrische Heizsysteme. Das Image der Elektroheizung hat sich in den letzten Jahren aber sehr stark verschlechtert. Wir sind immer noch verschrien als teures Heizsystem und wir waren einfach durch den Umsatzrückgang gezwungen, etwas Neues zu entwickeln. Rausgekommen ist eine technische Weiterentwicklung, die man eben nicht mehr unter die Fenster hängt, sondern Infrarotheizungen, die man in die Mitte von der Wand montiert. Und wenn man die Geräte in der Mitte von der Wand hängt, muss das natürlich schön aussehen. Und dahingehend waren wir komplett überfordert, weil wir sind Techniker. Wir wissen zwar, wie man die Geräte richtig baut, aber eben nicht, wie man sie designt, dass sie den Raum aufwerten. Wir haben uns dann überlegt, mit einer Firma zusammenzuarbeiten, die einfach Erfahrung im Bereich Design hat. Und sind sehr schnell auf die Firma Destillat gestoßen, die uns dabei sehr stark unterstützt hat. Mein Name ist Harald Hatschenberger. Mein Name ist Thomas Neuber. Ich bin Teil von Destillat. Wir bieten hier gesamtheitliche Konzepte aus dem Bereich Architektur und Design an. Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass man bei hochwertigen Produkten ein gesamtheitliches Konzept anbietet, vom Produktdesign bis zum Vertrieb. Die Firma Therma wollte mit den neuen Infrarotheizkörpern den urbanen, designorientierten Kunden aus dem gehobenen Segment ansprechen. Um diese Zielgruppe zu erreichen, haben wir vorgeschlagen, die Infrarotheizkörper als Kunstwerk zu gestalten, das man sich gerne an die Wand hängt. Destillat hat uns dann die gewünschten Designs geliefert. Wir waren sehr begeistert. Der einzige Knackpunkt war am Anfang nur der, dass die Designs die Temperatur nicht ausgehalten haben. Und wir haben dann gemeinsam mit leicht veränderten Designs eine Lösung gefunden. Durch diese Kooperation, wir eben die guten Techniker, die das Produkt optimal technisch entwickelt haben, und Destillat als Designfirma, hat 1 und 1 dann mehr als 2, also ein Vielfaches davon gegeben. Ein absoluter Mehrwert für ein Unternehmen wie uns. Das ist nicht unbedingt eine Frage der Kosten. Die Kreativen können die Unternehmen in allen Bereichen der Wertschöpfungskette unterstützen, um einen Mehrwert zu schaffen. Mit guten Ideen kann man hier sehr schöne Ergebnisse erzielen. Und das ist auch nicht nur etwas, das für große Firmen sich rechnet,
sondern mit Sicherheit auch für sehr kleine Unternehmen interessant ist. Durch die Zusammenarbeit mit den Designern haben wir ganz neue Zielgruppen erreicht. Wir haben neue Märkte erreicht und wir können einfach so den Umsatz bedeutend steigern. Das ganze Projekt war wirklich sehr erfolgreich und ich kann es jedem Hersteller empfehlen, bei der Produktion und bei der Entwicklung von neuen Produkten mit Designern und Kreativen zusammenzuarbeiten. Sehen ist für uns ein Beispiel, es war sozusagen der Pilotfilm, aber Eterma hat vorher sozusagen sehr wenig Kontakt gehabt mit Design oder mit der Kreativwirtschaft und haben wirklich jetzt, wie man das sieht, ein Umsatzwachstum, eine Umsatzsteigerung bekommen, sind besser mit Exports, haben ihre eigene interne Firmenstruktur ein bisschen umgebaut, um auf diese Designansprüche auch mehr einzugehen, also sind auch besser aufgestellt. Und das zeigen alle Untersuchungen, dass wenn man mit Kreativen zusammenarbeitet, einfach es besser funktioniert, wenn man so möchte. Ja, prinzipiell darf ich noch ein paar, ich glaube, wir müssen noch hinweisen auf ein paar Termine, die jetzt anstehen, beziehungsweise gibt sozusagen, wir sind in zwei Wochen sind wir bei der European Creative Industry Summit in Brüssel, wo es darum geht, wie entwickelt sich die Kreativwirtschaft weiter. Dann gibt es in Graz im Designmonat, veranstaltet man gemeinsam mit NICE, eröffnen wir eine Wandausstellung. NICE ist ein Netzwerk von kreativ- und kulturwirtschaftlichen Initiativen, Firmen. Es gibt wieder ein Exchange-Netzwerktreffen für kreative Unternehmen am 16. Juni in Wien, beziehungsweise auch online kann jeder dabei sein. Am 30. September gibt es wieder ein Netzwerktreffen Kreativwirtschaft und EU-Networking in Brüssel, wo wir auch wieder die österreichische Kreativwirtschaft nach Brüssel bringen, ein Vernetzungstreffen machen, was immer heillos überlaufen ist, also jetzt schon anmelden bitte. Und dann wieder im Oktober machen wir wieder ein Netzwerktreffen für kreative Unternehmen, also Exchange, wo man wieder sozusagen die Arbeit präsentieren, die wir bis dahin gemacht haben. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur eins über, danke fürs Kommen zu sagen. Ich hoffe, es war interessant und es waren wirklich viele, viele neue Daten, Fakten und Projekte dabei. Danke fürs Kommen. Applaus